Hey, ja, also herzlich willkommen zu meinem ersten Eindruck von der Space Grid Tournament Demo. Diese habe ich dank dem Steam Next Fest gefunden gehabt. Was wir vor uns haben, ist ein futuristisches, sportähnliches Mech-RTS. Wir haben hier, wie man denke ich schon sieht, Mechs, die mit Schild und Kettensäge ausgestattet sind. Und wir müssen die clever navigieren und logischerweise den Kampf dann gewinnen. Bevor wir uns, denke ich, erstmal auf das Tutorial stürzen, wir wollen erstmal das Settings-Menü uns angucken. Wir haben Controls, da können wir hier nochmal weiter reingehen. Und das missfällt mir schon, dass wir hier sie haben und vor allem die Keybindings nicht anpassen können. Es wäre sehr schön, gerade bei einer deutschen Tastatur das auf eine andere Taste zu legen, aber hey. Brightness und Saturation sieht man auch nicht in jedem Spiel. Audio ist so halbwegs aufgeteilt. Announcer müssen wir dann mal sehen, wie das live aussieht. Und dann ist interessanterweise auch hier Tutorial wird nochmal extra vorgehoben. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie das dann bei Unterranked tatsächlich aussieht. Aber die anderen Button, Map Editor, Sandbox, sind aktuell noch nicht verfügbar. Multiplayer scheinbar schon, aber wie man zum Beispiel hier vorhebt, Gamepad wird benötigt. Und ich denke, das ist aktuell tatsächlich erstmal nur local. Ob es dann in der Zukunft online ist, weißt du was? Lass mich mal ganz kurz nebenbei gucken. Okay, in der Demo heißt es erstmal nur Singleplayer und Partial Control Support. Aber nicht, ob das Spiel tatsächlich einen Multiplayer hat, den man online speziell spielen kann. Schade eigentlich. Play solo and advance in the robust ranked system. Ja, das ist natürlich dann interessant. Ranked ist für mich nicht das Wort für solo. Ah, gut. Oh Gott, Tutorial. Take over all enemy bases. Okay. Go of the game. Unit movements. Use left mouse button to select and send unit. Use middle mouse button to set waypoints. Use right to cancel. You can use box selection to select multiple units. Für jemand, der nicht weiß oder nicht sich auskennt mit RTS, wird vermutlich mit Box Selection nur wenig anfangen können. Man sieht zwar so kurzzeitig in dem Video, aber es wäre ganz hilfreich, wenn man nochmal genauer erklärt, was Box Selection ist. Ich meine, mir ist es klar, mit linker Maus so gedrückt halten, kann man eine Box ziehen, um mehrere Leute auszuwählen. You can select already moving units. Okay. Units power is what matters during fights. It represents units resistance and strength in battle. Also im Endeffekt der Wert unter der Kreatur, dem Mech. In dem Fall zum Beispiel 100 zu 50. Okay. During fight, the unit's power is reduced by the power of their opponents. Hat man im Endeffekt gesehen, der eine hatte 100, der andere hatte 50. Der hat ihn besiegt, ist er auf 50 runtergefallen. When the power of a unit reaches zero, it is destroyed. Units can be merged together to form a single unit of the power equal to the combined. Genau. Bases produce units that can use to fight your opponents. Bases can be attacked and taken over. Every base has a maximum capacity. If the unit power on the base exceeds the capacity, it will stop producing units. Upgrade bases to gain bonus points and get a better production speed and capacity. Das letzte klingt wie eine Snowball-Funktion, also wo man, wenn man erstmal schon gut dabei ist, immer besser wird, aber das täuscht vielleicht. Upgrading bases. To upgrade a base, you need to spend units power. When base capacity has been reached and the base can be upgraded, click middle mouse button to start upgrading. Building the map. Okay, da ist noch so ein bisschen mehr dabei. Man tatsächlich selber seine Map bauen kann. This time you gain grid points that you can spend to place new grids on the map. Use left mouse button on an empty space to place a new grid. There's a limit on how many grid points you can store, but you can increase this limit with bonus points. You can gain bonus points by upgrading bases. You can spend bonus points to get upgrades that will help you during the game. Available bonuses, movement speed, grid storage bonus, and turret bonus. Movement speed bonus gives you an additive 10% bonus speed to all your units. Grid Storage Bonus increases the limit of your grid storage and fills it. Turret Bonus allows you to put a turret on your map. Turrets are good for defending. If unit is mounted to a turret, its power is 2 times higher. Mines are obstacles. If you travel through them, your unit will lose some power. Okay, das klingt sehr komplex. Zwar nicht vielleicht von dem, was man wirklich machen kann, kontrolltechnisch, aber das Umsetzen vielleicht. So, wir können unseren eigenes Team erstellen. Ich bin nicht allzu kreativ, also Force Kommandos, natürlich in einem Rot, wir können unseren eigenen Banner auswählen, relativ übersichtlich.
Reset, okay, great. So, damit, wir haben in dieser Demo nur Deathmatch vor uns. Das ist also vermutlich noch nicht allzu viel mit dabei, aber mal sehen. It's time for another battle of Space Grid Tournament. Oh Gott, das sind gleich drei Gegner. I'm glad all teams made it on time. The traffic was really bad today. Maybe teaching robots how to identify traffic lights and capture images would help. Attack? Let us see which teams are going to be smart and take advantage of the grid layout. Every claim okay, so ein bisschen merkwürdig. Also ich denke gerade so in den ersten Rängen wäre es super hilfreich, jemanden zu haben. Okay, der wurde einfach aufgefressen. Also das Wichtige ist, der sammelt Punkte. Und ab einem gewissen Punkt dann sollte man dann halt eine Unit spawnen, weil das sind die Anzahl, die dann dieser Mech wiederum hat als Stärke. Yep. Red Team takes the top spot. Good game. Ich habe mich dabei nicht wirklich clever angestellt. So, wir gehen mal ganz kurz nochmal ins Menü zurück, ja? Controls. Deswegen, dieses Waypoint habe ich nicht verstanden. Ich habe einen Charakter ausgewählt gehabt. Und dann habe ich ihn irgendwo hingeschickt. Was der Waypoint wiederum tut, das ist mir nicht klar. Und ich denke, hier ist zum Beispiel das große Problem. Jetzt habe ich einen Charakter und da... Also, ich kann jetzt zum Beispiel hier zurückgehen. Sache vielleicht nochmal anpassen. Ja, Safe Team, okay. Aber ich hätte ganz gerne die Möglichkeit, nochmal auf das Tutorial zurückzuspringen. Aber das kann ich vielleicht über den Weg machen. Okay. Use the middle mouse button to set Waypoint. Aber das habe ich gemacht, indem ich meine Einheit gespawnt hatte. Und das war mir dann noch nicht ganz klar. Also ich denke, dass wir auch hier vielleicht wieder eine Situation haben. Oh, hier wurde bereits eine Mine gelegt. Wow, der Kollege läuft hier wirklich zügig los. Habe ich noch nicht ganz verstanden, warum läuft der eine dort lang? Wieso übermannt er mich gerade hier? Oh, der hat gerade mehrere Basen eingenommen. Okay, hier haben wir natürlich jetzt schon das große Problem. Ja, und das ist das Problem. In der Sekunde, in der du diese Basen übernimmst, snowboardet es. Ich habe keine Chance mehr. No, it's not. Ja, ich kann nicht mehr gewinnen. Also im Endeffekt, derjenige, der die Basis übernimmt, gewinnt automatisch. Das hat sich nicht gut angefühlt. Also, das war ein beängstigender Unterschied zwischen Level 1 oder Kampf 1 und Kampf 2. Also, sagen wir mal so, wäre das ein Spiel, das ich nicht kostenlos als eine Demo spielen konnte und dafür Geld wirklich verlangt hätte. Ich hätte jetzt hier vermutlich schon keine Lust mehr, das Ganze zu spielen und hätte vermutlich jetzt schon überlegt, einen Refund zu verlangen. Denn das ist kein guter Ersteindruck. Und weil ich, oder während ich definitiv verstehen kann, dass es gewisse Sachen gibt, die man lernen muss. Hier war das Problem, dass gleich von der ersten Sekunde es offensichtlich war. Deswegen, jetzt schicke ich da Leute los. Das ist natürlich clever. Okay, der stellt da zum Beispiel natürlich auch Leute ab. Mit der Hoffnung. Ich habe noch nicht ganz verstanden. Okay, den habe ich zum Beispiel fusioniert. Okay, also in der Sekunde, in der man natürlich schon mal so ein bisschen versteht, was zum Kuckuck hier los ist. Es läuft besser. Es läuft definitiv besser. Aber man sieht trotzdem so ein meines Erachtens sehr schnell schon. Ja, ist natürlich hier relativ ulkig, weil ich den einfach hier konstant mit 9 fusionieren lasse.
und daraus gefühlt so ein Juggernaut machen. Und zugeben, klar, am gewissen Punkt wird es problematisch. So, jetzt schiebe ich den natürlich da wieder hin in der Hoffnung, dass ich da irgendwann da durchbrechen kann. Und deswegen, das fühlt sich natürlich jetzt so ein bisschen an wie ein Stalemate. They are no longer messing around. Oh, die haben sich beide gegenseitig zerstört. Naja, mach du nur. Okay, du gehst jetzt da unten hin. Okay, und jetzt gehört er auf einmal mir. Und jetzt wird er Probleme haben. Weil ich habe jetzt nämlich hier zum Beispiel schon den 16er stehen. Mehrere Leute, die da auch jetzt schon hingehen. Und jetzt spamme ich den eigentlich nur noch. Und jetzt hast du doch schon geschissen als Spieler. Soll ich dann 25er? Lass den einen da laufen, ist mir doch Wurst. Also ich bleib dabei. Das Spiel ist sehr schnell entschieden, wer tatsächlich diese extra Basen einnimmt. Und zugeben, klar, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr mit dabei, wenn man dann halt Minen, Turrets, vielleicht eigene Grid-Sachen legen kann. Aber zumindest von dem, was ich hier in dem Spiel jetzt sehe, ist alles relativ übersichtlich. Da wird dann halt so ein bisschen das Problem kommen. Ist vielleicht immer so ein bisschen fies, das mit den Besten der Besten zu vergleichen, aber die Besten der Besten sind aus einem gewissen Grund da ganz oben. Und da ist dann halt, wenn man sagt sowas wie StarCraft, StarCraft kann man online spielen. Wird dieses Spiel keinen Online-Modus haben? Dead on arrival, sagt man dazu ganz gerne. Und das wird so das Problem sein, denn ja, vielleicht hat man mal so eine Situation, wo man sagt, hey, ich will das mit jemandem anderen spielen, der gerade aus irgendeinem Grund in meinem Haus sich aufhält. Dann, okay, vielleicht ist das mal lustig für eine Minute oder zwei, aber ohne Online-Modus würde es vielleicht sehr, sehr knackig. Und zugeben, das ist nicht ein langer Ersteindruck, da kann man vielleicht nochmal so ein bisschen mehr herausfinden, vielleicht gibt es da noch weitere Taktiken, vielleicht gibt es auch tatsächlich eine Möglichkeit, sich da irgendwie zu retten, aber von dem, was ich bisher gesehen hatte, der erste Kampf war noch relativ simpel, weil ich meine, es gab nur jeweils eine Basis, aber wenn es dann mehrere gab, muss man versuchen, die so schnell es geht einzusammeln und dann eigentlich konstant versuchen, seine Einheiten zu fusionieren, damit die immer stärker werden, damit die auch logischerweise die Gegner überleben können und man dann irgendwann so versucht, an die anderen noch nicht eingenommenen Basen zu kommen. Und spätestens, wenn man mehr hat als der Gegner, bei 2 gegen 2 hat man gesehen, da wurde es dann schon ein bisschen knackig, da musste man genau darauf aufpassen, was der Gegner macht, aber spätestens, wo ich dann 3 hatte und der nur noch 1, war es nur eine Frage der Zeit. Und vielleicht ist das in Ordnung, vielleicht ist das wirklich so ein Spiel, das darauf sich fokussiert, in kurzen Abschnitten das aufzubauen, dass ein Spiel wirklich halt nicht mehr als 5 Minuten lang sein soll, was in Ordnung geht. Das Problem ist nur, dass man trotzdem irgendwie eine Basis, eine Customer Base aufbauen muss. Und da ist dann halt die Frage, wie viel würde man für dieses Spiel tatsächlich verlangen? Denn, wie immer, warum sollte ich X spielen, wenn besseres Spiel Y existiert? Und dementsprechend, wenn du tatsächlich von mir verlangst, sagen wir mal 20 Euro zu zahlen, ich aber halt ein anderes Spiel günstiger bekommen könnte, das besser ist und auch eine größere Base hat, warum sollte ich mir dieses Spiel kaufen? Etc. Also, Space Grid Tournament, nette Idee, ein paar nette, flashy Videos sind schon mit dabei. Ob das der Hauptfokus sein sollte, ist eine andere Frage, aber der Release ist bisher weiter nur auf Soon gesetzt worden und mehr bisher auch nicht. Und ich denke, das ist vielleicht gar nicht zu verkehrt, damit man sich nochmal das Ganze ein bisschen genauer angucken kann. Ich denke, es ist auch empfehlenswert, vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Steam Store Page selber zu gucken, die könnt ihr ja grundlegend in der Videobeschreibung finden. Da ist zum Beispiel ein GIF mit dabei, wo man so ein bisschen sehen kann, wie das aussieht, wenn gerade mehrere Spieler am Start sind. In dem GIF, was man da sieht, ist zum Beispiel blau, grün und rot mit dabei. Und die Map ist vor allem auch bei weitem mehr rausgezogen. Heißt also, gibt es nicht mehrere Grids, die man langlaufen kann, um von A nach B zu gehen. Gibt es vielleicht nur einen. Und da ist dann natürlich interessant, wenn man sowas wie Turrets, Mines und vielleicht auch andere Sachen noch bauen könnte, dass man versucht, vielleicht so ein RTS Tower Defense vielleicht ein bisschen daraus zu machen. Dann könnte es natürlich so ein bisschen interessanter werden. Und vielleicht gibt es da Situationen, wo man sich aus gewissen Situationen wieder rausretten kann. Aber jetzt bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.